Die Motivation ist immer wieder für mich persönlich, wenn ich auf einem Greenpeace-Schiff stehe und dann plötzlich neben mir 10 Delfine entlang schwimmen, dann weiß ich, wofür ich das alles mache. Und diese Momente habe ich in meinem Herzen, die hole ich heraus, wenn ich vielleicht wieder einen Dämpfer kriege, ja. Greenpeace muss weiterhin mutig bleiben. Wir müssen weiterhin Themen setzen, die im Augenblick nicht gesellschaftsfähig sind. Ich sehe Greenpeace diesen Mut und diese Themen auf die Agenda zu bringen, Herausforderungen aufzudecken, Lösungen zu bieten und tatsächlich gemeinsam in einem Dialog die neue Gesellschaft zu gestalten. Wir tun nur das, was unserem Ziel als Greenpeace dient. Wir machen nicht ein Modell um des Modells willen, sondern wir müssen uns so aufstellen, damit wir am wirksamsten und am effizientesten für unser Ziel arbeiten können. Das ist die oberste Maßgabe der Organisationsentwicklung. Und diese Organisationsentwicklung macht vor nichts Halt, vor keiner Hierarchie, vor keinen Gärtchen, vor keinen Wünschen. Und wir alle lassen uns genau darauf ein. Herzlich willkommen zu Der beste Rat – Gespräche mit Denkern und Machern. Ich bin Frank Arnold und meinen Gästen spreche ich über außergewöhnliche Leistungen, den besten Rat, den mein Gast je bekam, sowie über Geschichten und Erkenntnisse aus seinem erfolgreichen Leben. Ich möchte einen Blick hinter die Kulissen einer interessanten Branche erhalten und dabei Neues erfahren. Wenn auch du dich für diese spannenden Persönlichkeiten interessierst und von ihnen etwas lernen möchtest, bist du hier herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Iris Menn. Iris Menn ist Geschäftsleiterin bei Greenpeace Schweiz. Iris ist seit ihrer Jugendzeit für den Umweltschutz und Naturschutz engagiert. Sie studierte Biologie und arbeitete einige Jahre als Meeresbiologin auf der Insel Sylt. Danach arbeitete sie 12 Jahre für Greenpeace Deutschland als Campaignerin, Kampagnenleiterin, Team- und Expeditionsleiterin. Unter anderem unterstützte sie den Aufbau des Greenpeace-Büros im Senegal. Sie verließ Greenpeace und arbeitete einige Jahre im Bereich der Nachhaltigkeit für eine internationale Organisation der Entwicklungszusammenarbeit. Dort lag ihr Schwerpunkt in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Existenzsicherung für Menschen mit Behinderung. 2018 übernahm sie die Leitung von Greenpeace Schweiz. Privat engagiert sie sich ehrenamtlich für den von ihr gegründeten Verein Friends of Rural Women and Children, 4WAC, der sich für die Schulbildung von Kindern in Afrika engagiert. Wir sprechen über ihr leidenschaftliches Engagement für die Bewahrung der Schönheit unserer Erde und über den Zauber, Delfine aus der Nähe zu beobachten. Wir erfahren, was sie mit Greenpeace erreichen möchte und wie sie sich die Zukunft von Greenpeace vorstellt. Wir erhalten einen Blick hinter die Kulissen von Greenpeace und wie Greenpeace funktioniert und warum Greenpeace auch 50 Jahre nach der Gründung noch so viele Menschen fasziniert und anspricht. Ich wünsche viel Freude beim Video und Podcast Der beste Rat – Lernen von Denkern und Machern. Iris, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke für die Einladung, Frank. Ich wollte gerne mit der Frage beginnen, was fasziniert dich denn eigentlich an deiner Organisation Greenpeace? Greenpeace ist eine Organisation, die sich für unsere Lebensgrundlagen einsetzt, für Pflanzen, Tiere und uns Menschen. Und Greenpeace hat Menschen, ob Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, ob Spenderinnen, Spender und Freiwillige, die engagiert sind, die sich mutig eine Stimme erheben für diejenigen, die keine Stimme am Verhandlungstisch haben. Und das sind Meere, das sind Wälder, die Arktis, die Antarktis, Fische, Bäume, Eisbären. Und das ist das, was mich fasziniert an der Organisation. Wann wusstest du denn, dass du dich für Greenpeace und die Ziele von Greenpeace engagieren möchtest? Ich bin aufgewachsen mit einem Bewusstsein oder mit einer Sensibilität, dass es um uns herum Pflanzen, Tiere gibt, die zu uns gehören und die wichtig sind zu erhalten. Und ich habe schon mit
13 für Greenpeace gespendet und mich immer schon eingesetzt praktisch für den Erhalt der Umwelt, für Umweltschutz und habe daraufhin dann Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Ökologie und dann Meeresbiologie, habe einige Zeit in der Wissenschaft gearbeitet und und bin dann zu Greenpeace gekommen. Und die Meere waren für dich so ein besonderer Treiber in deiner Faszination auch für Greenpeace und die Arbeit von Greenpeace? Ja, die Meere, ich bin schon sehr lange mit den Meeren verbunden. Wir sind als Familie, als Kind immer ans Meer gefahren. Wir waren auch ab und zu in den Bergen, aber wir wussten am Ende der Ferien, nächstes Mal geht es wieder ans Meer. Und deswegen habe ich sicherlich innerhalb der Biologie auch die Meeresbiologie dann angestrebt, habe da auch lange auf der Nordseeinsel Sylt an der Forschungsstation meine Diplomarbeit, meine Doktorarbeit, meine Postdoc-Zeit gemacht und das ist tief in meinem Herzen verankert. Und du hast erzählt und vorhin gesagt, dass die viele Initiativen sind sehr mutig und ich weiß, du hast selber auch einige sehr mutige, um nicht zu sagen waghalsige Episoden in deinem Leben, in Engagement für Greenpeace durchlebt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was, einerseits, was du erlebt hast und vielleicht auch, warum du so mutig in solche Initiativen hineingegangen bist. Ja, ich habe tief in mir verankert die Überzeugung, dass wir aufstehen müssen und unsere Stimme erheben. Und dieses Stimme erheben gibt es in verschiedenen Varianten. Also man kann auf die Straße gehen, protestieren und ich glaube auch, dass es Momente gibt, an denen man Zerstörung aufhalten muss. Und dieses Zerstörung aufhalten, das habe ich auf vielen Greenpeace-Schiffen, auf vielen Ausfahrten mit den Greenpeace-Schiffen selber erlebt und auch selber gemacht. Wir sind zum Beispiel in der Mitte des Atlantiks vor Fischtrawler gesprungen, um diese aufzuhalten, praktisch den Fischzug zu stoppen. Und ja, das ist eine mutige Aktion, aber man ist sich des Risikos bewusst, aber es ist eben auch ein Akt, um auf etwas aufmerksam zu machen, was aus meiner Sicht oder aus der Sicht von Greenpeace falsch ist. Es ist eine Zerstörung, die wir aufhalten müssen. Und das Risiko, das du da eingehst, das verantwortest du in dem Moment ja selber. Es ist ja nicht die Organisation, für die du es machst, sondern du machst es als Privatperson letztendlich. Oder wie ist das zu verstehen? Ja, wenn ich mich als Aktivist engagiere, dann bin ich praktisch dafür auch selber verantwortlich. Dann trage ich dieses Risiko. Das heißt, ich habe einen ganz klaren Wechsel, wenn ich wirklich als Greenpeace-Aktivist einen Protest mit unterstütze, dann mache ich das aus meinem eigenen Antrieb heraus und auch in der eigenen Verantwortung. Mhm. Und dieses Risiko einzugehen. Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal auf die Organisation selber schauen, was sind denn dort für dich die großen Themen, wo du dich für engagierst? Jetzt aktuell bist du in der Geschäftsführung von Greenpeace Schweiz. Was sind die Themen, die du treibst, für die du dich engagierst, die Initiativen, die du voranbringen möchtest? Wir haben als Schwerpunkt den Klimaschutz und den Schutz der Artenvielfalt. Das sind unsere Kernschwerpunkte. Und das als globale Organisation und eben auch bei Greenpeace Schweiz. Und da geht es natürlich hier aktuell in der Schweiz darum, einen wirkungsvollen Klimaschutz umzusetzen als Schweiz. Und ein weiteres großes Thema, das wir haben jetzt hier für Greenpeace Schweiz, ist unter dem Begriff Zero Waste verbunden. Dort geht es praktisch darum, weniger Plastikmüll, weniger Ressourceneinsatz. Das sind die Themen, die wir im Augenblick maßgeblich vorantreiben. Und die Themen für die Schweiz, wo kommen die her? Gibst du die der Organisation Schweiz oder kommen die von der globalen Organisation Greenpeace? Wie kommen die Themen der Organisation zu euch jetzt konkret? Weil es ja einen großen Unterschied macht, ob ich mich jetzt in Amerika, in Südamerika oder in Europa für Themen von Greenpeace engagiere. Wir sind eine globale Organisation. Wir haben insgesamt 55 Büros und wir
haben ein global vereinbarte Schwerpunkte, Themenschwerpunkte. Das ist ein Rahmen, in dem wir uns bewegen und zu dem, den wir gemeinsam auch entscheiden und zu dem wir uns verpflichten. Das heißt, wir als Greenpeace Schweiz, wenn die gesamte Organisation den Klimaschutz als Schwerpunkt gesetzt hat, dann ist es so, dass wir auch als Greenpeace Schweiz den Klimaschutz als Schwerpunkt setzen. Mhm. Und das machen wir natürlich nicht nur aus Spaß heraus, sondern wir können so unsere globale Stärke nutzen. Wir reden über zum Beispiel ein Klimaabkommen in Paris. Das ist ein globales Abkommen. Und dort kann man dann als Organisation eben auch seine globale Stärke nutzen, um seine Anliegen umzusetzen. Und deswegen, das ist das Wunderbare an Greenpeace, dass es eine internationale Organisation hat, die ist, die diese gemeinsamen Schwerpunkte setzt und wirklich auch auf die Kraft der Internationalität setzt. Das Paris-Abkommen, das kennt man jetzt. Sag doch mal, was habt ihr da vielleicht, wie muss ich mir konkret vorstellen, was habt ihr konkret dort gestaltend beigetragen, wenn du sagst, ihr als Organisation bringt das Thema voran? Wie muss ich es mir konkret vorstellen, was ihr dann dort tut? Sowohl vor den Kulissen als auch hinter den Kulissen. Ja, also genau. Es gibt ja zwei Aspekte dieser Arbeit zu dem Thema. Und ihr habt ja in dem Fall auch eine Menge erreicht. Jetzt, vielleicht gibst du mal einen Einblick an dem konkreten Beispiel vielleicht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die Greenpeace, wir nennen das intern die Greenpeace-Kampagnenarbeit, hat verschiedene Facetten. Also das heißt ganz konkret, wenn wir an dem Beispiel des Klimaabkommens sind oder im Klimaschutz, dann heißt das auf der einen Seite wirklich in den politischen Verhandlungen für das Klimaabkommen zu sein, daran teilzunehmen, Textesänderungen, Textesvorschläge zu machen von diesem eigentlichen, letztlich dann verhandelten Dokument. Es heißt, eine sehr klare politische Analyse zu machen, wo stehen wir eigentlich, welches Land ist dafür, welches Land ist dagegen oder in welchen Details, und dort dann auch wieder als internationale Organisation die entsprechenden politischen Gespräche zu führen und gleichzeitig auf einer anderen Ebene vielleicht Lösungen anzubieten. Das heißt, das Paris-Abkommen ist im Klimaschutz ja ein Teil, das ist der politische Teil. Und was wir aber brauchen, ist ja Akteure wie den Schweizer Finanzplatz oder Schweizer Unternehmen, die sich im Klimaschutz dann tatsächlich auch engagieren. Und dort in den Dialog zu gehen mit Unternehmen und vielleicht gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Also sie hat immer verschiedene Elemente unserer Arbeit. Ein wesentlicher Teil dabei ist natürlich auch, die Problematik an die Oberfläche zu bringen, also der Öffentlichkeit bewusst zu machen, was wir vielleicht im Augenblick falsch machen und deswegen die Klimaauswirkungen spüren. Mhm. Also aufzudecken, die Problematik an die Oberfläche zu bringen, politische Arbeit zu leisten, Lösungen anzubieten. Und dann aber auch an manchen Momenten zu sagen, stopp, wir müssen jetzt wirklich, wir müssen protestieren, wir müssen unsere Stimme erheben, wir müssen etwas stoppen. Das sind so Elemente einfach unserer Greenpeace-Arbeit. Aber hilfst du dann, oder hilft die Organisation auch konkret, Lösungsvorschläge oder Modelle zu entwickeln? Also gebt ihr den inhaltlichen Input oder konfrontiert ihr so sozusagen nur mit dem Problem und sagt jetzt, ich weise mal drauf hin? Wie muss ich es mir vorstellen, also wenn ich jetzt eine große Organisation vertrete, wie muss ich mir die Zusammenarbeit letztendlich, ich sage es jetzt mal positiv, also nicht die konfrontative, sondern auch eine lösungsorientierte Zusammenarbeit vorstellen? Oder wie könnte ich sie mir vorstellen? Mhm. Oder ist es so, dass ihr mir nur sagt, naja, das ist alles schlecht und jetzt guck mal, wie du es löst, was ja auch legitimer Hinweis ist, wenn es jetzt in der Organisation nicht gut läuft, es gibt ja genügend Beispiele, wo es vielleicht auch nicht jetzt gerade in eurem Sinne läuft, dann erwarte ich ja durchaus, dass ich auch konfrontiert werde damit, von euch jetzt in dem Fall, wenn ich so eine Organisation vertreten würde. So, aber die andere Frage ist ja auch, bietet ihr Lösungsansätze oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ganz konkret. Also ich kann ein Beispiel nehmen zum Thema Meeresschutz vielleicht, wo wir auf der einen Seite auch da wieder den politischen Prozess, einen UN-Rahmenvertrag zum Meeresschutz mit
auf den Weg gebracht haben, die Idee dazu geliefert haben, wo wir mit Wissenschaftlern gemeinsam eine Studie erarbeitet haben, um ein konkretes Netzwerk von Meeresschutzgebieten auf den Tisch zu legen und zu sagen, das könnten die Meeresschutzgebiete sein. Oder dann, wenn wir in die Richtung von Unternehmen gehen, wir mit Detailhändlern und Fischproduzenten konkret gearbeitet haben, zu sagen, ihr als Lebensmitteleinzelhandel, ihr braucht eine Einkaufspolitik für Fisch und Meeresfrüchte und die könnte so aussehen, also eine Beispielpolitik hinzulegen, Richtlinien oder dann mit den Verarbeitenden und Produzenten in die Gespräche zu gehen, zu sagen, ja, auf den Verpackungen muss eine detailliertere Kennzeichnung sein, so könnte sie aussehen und dann sagt vielleicht der Dosenproduzent, das geht so gar nicht. Und gemeinsam dann an einer Lösung zu ringen, zu sagen, ja, aber ihr könntet ja in der Produktionskette hier jetzt eine Pause machen und das Etikett ändern. Da geht es wirklich darum, konkrete Lösungen zu erarbeiten, gemeinsam zu erarbeiten. Mhm. Natürlich ist Greenpeace nicht die Organisation am Ende ja dann, die auch im Detail vielleicht die gesamte Produktionskette kennt. Da sind die Experten ja dann letztlich die Produzenten, aber dort Möglichkeiten zu bieten, Lösungen zu offerieren, das ist schon ein wesentliches Verständnis auch unserer Arbeit, sondern es geht nicht um ausschließlich konfrontieren oder Probleme aufbringen und dann die Probleme rüberschieben, sondern tatsächlich gemeinsam auch die Lösungen zu erarbeiten. Und jetzt hast du schon mehrfach das Thema der Meere angesprochen und auch das Bestreben, Schutzgebiete auf dem globalen Weltmeeren auszuweisen, hast du gerade genannt. Du brauchst ja einen unglaublich langen Atem, gerade bei dem Thema. Das kam ja schon vor, wann kam es genau auf? Vor 10, 15 Jahren? Wann war es genau? Ich weiß nicht. Vor 15 Jahren. 15 Jahren, ja. 15 Jahren. Also es ist ja ein unglaublich, also wenn ich mir vorstelle, wie du dich persönlich, aber auch eure Organisation ausrichten musst, dass du weißt, wenn du so eine Initiative beginnst, dass du 15 Jahre Korridor ist und das ist ja immer noch nicht verabschiedet letztendlich. Mhm. Wie geht ihr an solche ganz großen Themen ran? Einerseits inhaltlich und andererseits aber auch von der Motivationslage. Also von eurer, auch deiner persönlichen, mal ganz konkret gefragt. Mhm. Also inhaltliche und zweite Seite auch die, ja, inhaltliche Konzeption, zweite Frage, eben die Motivationslage vom Team, von dir. Na, inhaltlich ist es so, wir hatten damals mit einer kleinen Gruppe die Idee, ich war da gerade jetzt an diesem Meeresschutzabkommen selber beteiligt, wir hatten mit einer kleinen Gruppe die Idee, dass wir etwas Größeres brauchen für den Meeresschutz. Wir brauchen auf einer globalen Ebene ein übergeordnetes Schutzabkommen. Wir waren uns sehr bewusst, dass das eigentlich ein riesengroßes Werk ist, was viele Fischereinationen nicht unbedingt möchten. Mhm. Und vielen Interessen der Nutzung der Meere oder der Ressourcen der Meere entgegensteht. Und dann, und das ist aus meiner Sicht vielleicht auch eine der Faszinationen, die ich für Greenpeace habe, ein Thema an die Oberfläche zu bringen oder einen Vorschlag zu erarbeiten, der in dem Augenblick gesellschaftlich nicht fähig ist oder politisch nicht fähig ist, zu sagen, wir brauchen ein Schutzgebiet für die Meere, wir brauchen 30% Schutzgebiete für die Meere. Und eine konkrete Lösung auf den Tisch zu legen, einerseits ein Gesetzestext, auf der anderen Seite ein Netzwerk von Meeresschutzgebieten, an dem dann eine Diskussion erarbeiten kann. Es muss ja gar nicht so umgesetzt werden, aber es findet praktisch dann der politische Prozess statt, der dann auch stattgefunden hat. Und dann mehrfache Marathons zu laufen, das tatsächlich weiterzutreiben, immer wieder den politischen Prozess zu gestalten, den entsprechenden Druck auf die Regierung mit verbunden mit der Öffentlichkeit zu schaffen, weiterzugehen. Und wir machen dazu ganz, wie soll ich sagen, ganz klare politische Analysen. Wir wissen, welche sind vielleicht die Länder, die blockieren, welche sind eher Befürworter, wen kann man an die Seite holen für diese Idee. Und die Motivation, da gibt es Höhen und Tiefen in der Arbeit.
Und die Motivation ist immer wieder für mich persönlich, wenn ich auf einem Greenpeace-Schiff stehe und dann plötzlich neben mir 10 Delfine entlang schwimmen, dann weiß ich, wofür ich das alles mache. Und diese Momente habe ich in meinem Herzen, die hole ich heraus, wenn ich vielleicht wieder einen Dämpfer kriege, ja. Ist es der Sinn, der dich treibt an der Stelle? Meine Arbeit ist ausschließlich sinngetrieben. Es gibt, ja. Es ist die Lebensgrundlagen für uns und die zukünftigen Generationen zu retten. Das hört sich vielleicht etwas pathetisch an, aber das ist genau, deswegen arbeite ich bei Greenpeace. Ja, ja. Und jetzt hast du natürlich in so einer Initiative alles andere als nur Freunde. Wie gehst du denn auch mit den Anfeindungen und Kritik auch persönlich um? Also einerseits als Organisation, ihr werdet als Organisation scharf kritisiert für Initiativen, die ihr macht, aber auch jetzt hast du gerade gesagt, ganze Nationen, Fischereinationen sagen, das finden wir absurd, das wollen wir gar nicht. Wie gehst du mit dieser Ablehnung um? Und auch der persönlichen Kritik, die ja nochmal eine andere Komponente ist. Es ist einerseits die Ablehnung der Organisation, für die du einstehst, und es ist die Ablehnung deiner Person eventuell sogar. Wie gehst du mit diesem Thema um? Für mich ist es so, dass ich es wie trennen kann. Also ich habe durchaus Erlebnisse in Gesprächen mit Unternehmen oder auch Politikern, wo ich tatsächlich diese persönliche Ablehnung erfahren habe, wo ich auch sicherlich Gespräche hatte, Anfeindungen, die unter der Gürtellinie waren. Mhm. Und die ich aber eigentlich gut parken kann, also weil ich sie nicht auf mich persönlich beziehe, sondern es eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch diese andere Person zu sehen, die in einem Rahmen, in Zwängen ist. Und ich nehme das nicht für mich persönlich an, sondern ich gucke tatsächlich auch da wieder auf die Sache, auf das, was wir erreichen wollen. Und ich stehe für diese Sache, für die wir oder ich persönlich kämpfe. Also ich glaube und ich möchte erreichen, dass meine Neffen noch Korallenriffe sehen können. Ja. Und ich glaube, das ist es wert, dass ich mich dafür einsetze. Und dass es auch vielleicht die Kinder meiner Neffen noch können. Ja. Wie ist das jetzt für dich jetzt in der Zeit von Corona oder durch die Zeit von Corona? Ist ja das öffentliche Interesse insbesondere auch ganz stark in vielen Bereichen weggegangen von Umweltthemen. Ein Jahr lang, wenn man Nachrichten anguckt, war jetzt ganz stark der Schwerpunkt auf Corona-Themen. Alles, was darum sich rankt. Wir sind alle halbe Virologen und Experten geworden auf dem Gebiet, gewollt oder ungewollt. Aber für der Fokus von den Initiativen und Friday for Future ist stark weggerückt, auch von Umweltthemen insgesamt. Wie ist das für dich und was hat das für eure Organisation für Auswirkungen? Na, wir haben auf der einen Seite natürlich, wie du sagst, sind die Umweltthemen in der Öffentlichkeit deutlich zurückgegangen. Und wir haben es ganz gut geschafft, bei Greenpeace tatsächlich die Themen, also Corona aufzunehmen oder die Disruption, die durch Corona passiert ist, und indem wir zum Beispiel jetzt hier in der Schweiz die Corona-Milliarden, die zur Unterstützung für Unternehmen oder für die Wirtschaft vergeben werden sollten, wir haben uns dann schnell zusammengetan mit Wissenschaftlern und dort eine Idee geboten, wo man sagt, wir können jetzt diese Disruption nutzen und eigentlich die Investments, die wir machen, an entsprechenden Klimaschutz eigentlich ranlehnen und dann auch eine Veränderung in der Wirtschaft schaffen oder bei Unternehmen, indem eben die Investments in klimaschutzfreundlichere Innovationen gehen. Und oder auch das ganze Thema die Verbundenheit von Corona mit der Zerstörung unserer Lebensräume, also der Zerstörung der Wälder. Das sind Themen, die wir aufgenommen haben und wo wir eine Möglichkeit hatten, praktisch sich Türen geöffnet haben für Greenpeace. Und insofern sind wir durch diese Corona-Zeit gut durchgekommen und wir haben natürlich intern als Organisation anders arbeiten müssen. Wir haben sehr schnell, wie alle eigentlich, komplett digital gearbeitet, tun das immer noch und ein Teil unserer
klassischen Arbeit, nämlich zum Beispiel auf der Straße zu sein und zu protestieren, das war dann nicht mehr möglich. Also uns ist auch ein wesentliches Werkzeug unserer Arbeit weggefallen. Und eine digitale Demonstration ist etwas anderes, als durch die Straßen von Zürich zu gehen. Ja, absolut. Du hast ja gerade die Milliarden angesprochen, die umgelenkt werden. Erzähl doch mal ein bisschen was zur Finanzierung. Wie finanziert ihr euch eigentlich als Greenpeace? Greenpeace finanziert sich von Einzelspenden. Das sind in der Schweiz hier haben wir rund 137.000 Spenderinnen und Spender. Die durchschnittliche Spende sind da ungefähr 190 Franken. Mhm. Wir nehmen keine Gelder von Parteien, von Unternehmen oder von Regierungen, um unsere Unabhängigkeit zu bewahren. Das aus meiner Sicht auch die große Stärke von Greenpeace ist, dass wir wirklich diese klare Unabhängigkeit haben. Heißt natürlich, dass wir wirklich viele Menschen bewegen müssen, damit sie Greenpeace unterstützen, um unsere Anliegen erreichen zu können. Und wenn euch mal das Geld ausgeht? Wir binden natürlich Menschen in unsere Kampagnen ein. Also das heißt, wir haben interdisziplinäre Kampagnenteams und da gibt es Fundraiserinnen drin, die praktisch die Geschichte der Kampagne und das, was wir tun als Greenpeace, an die Menschen bringt und versuchen, mehr Menschen für Greenpeace zu begeistern, die sich entweder mit uns auf die Straße gehen oder eben die Greenpeace auch finanziell unterstützen. Wir haben einzelne Großspender, wir haben Menschen, die uns ihr Erbe schenken. Und natürlich ist es für uns wichtig, dass uns viele Menschen unterstützen, finanziell oder eben auch mit uns gemeinsam in die Handlung gehen. Und das ist für uns notwendig, unsere Existenz der Gemeinschaft. Ja, gib uns doch mal einen Einblick, wie ist denn eigentlich Greenpeace als Organisation aufgebaut? Also von der Führung her und auch von der globalen Organisation her als Organisation. Mhm. Wir sind eine internationale Organisation. Wir haben in 55 Ländern Büros und wir haben Greenpeace International, deren Rolle ist, praktisch den strategischen Rahmen zu geben und Büros zu unterstützen, die vielleicht in schwierigen Situationen sind, also in Ländern vielleicht, wo es auch gerade politische Schwierigkeiten gibt oder die einen Kompetenzaufbau brauchen. Und wir haben, das sind auch, glaube ich, zwei Besonderheiten von Greenpeace neben der Unabhängigkeit. Wir haben ein vereinbartes globales Programm, was wir gemeinsam beschließen und an dem wir uns auch richten. Das heißt, jedes Büro ist verpflichtet, mindestens 80% seiner Arbeit an diesen vereinbarten internationalen Zielen auszurichten. Und wir finanzieren auch gemeinsam diese Ziele, das heißt, oder diese Arbeiten oder Arbeitsschwerpunkte. Das heißt auch, ein Büro, was vielleicht mehr Einkommen hat, kann nicht die Themen bestimmen als ein Büro, was weniger Einkommen hat, sondern wir haben ein gemeinsames Agreement und an dieses Agreement halten wir uns. Und welche Trends oder Themen siehst du, die jetzt für eure Initiativen nützlich sind? Im Rahmen dieser Organisation und auch im Rahmen dieser Themensetzung, die ihr dort global vorantreibt? Wir haben, denke ich, in den letzten Jahren durch die Fridays for Future eine andere Situation. Aus unserer Sicht hat sich das sogenannte Overtone-Findo, also der Rahmen des Machbaren, das, was wir als gesellschaftlich und auch politisch machbar finden, hat sich verschoben. Das heißt, etwas, wovon wir von Greenpeace lange geträumt haben, was wir uns immer gewünscht haben, dass praktisch das Thema Klima präsent ist in der Öffentlichkeit, dass es eines der Top-Themen politisch ist und in der Gesellschaft für Unternehmen relevant ist. Das heißt, da haben wir ganz klar einen Trend, wo wir sehen, ja, da ist mehr für unsere Anliegen möglich.
im Rahmen der Schutz der Biodiversität würde ich sagen, dieses Thema ist in den letzten Jahren etwas nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit und auch bei den Politikern. Es ist aber, das geht sogar zusammen. Also wir brauchen Klimaschutz und Schutz der Artenvielfalt muss zusammengehen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Und ein Thema oder ein Trend, der mir und uns eher Sorgen macht, ist die Polarisierung in der Gesellschaft und auch der Rechtsdruck, den wir in verschiedenen Ländern sehen. Wenn wir uns Länder Brasilien angucken, Ungarn angucken, Russland angucken, dann haben wir dort Länder, in denen unsere Anliegen im Augenblick auf sehr dünnem Eis sind. Und wo würdest du sagen, wenn ihr jetzt oder wenn du das Greenpeace der Zukunft beschreibst, wie stellst du das Greenpeace der Zukunft vor? Greenpeace muss weiterhin mutig bleiben. Wir müssen weiterhin Themen setzen, die im Augenblick nicht gesellschaftsfähig sind. Weil wir brauchen eine Veränderung unserer Gesellschaft, ich glaube, unseres gesamten sozioökonomischen System, in dem wir uns im Augenblick bewegen. Und dafür brauchen wir eine große Veränderung, eine Transformation. Und ich sehe Greenpeace diesen Mut und diese Themen auf die Agenda zu bringen, Herausforderungen aufzudecken, Lösungen zu bieten und tatsächlich gemeinsam in einem Dialog die neue Gesellschaft zu gestalten. Du hast angesprochen, gesellschaftliche Themen zu setzen. Und ein großes Thema ist ja aktuell Diversität. Wie geht ihr damit um und was tut ihr als Organisation für dieses Thema Diversity? Diversität ist erstmal, würde ich sagen, noch größer als, das ist mehr ein Themenkomplex. Also da würde es für mich um Gerechtigkeit, um Diversität, um Inklusion, um das Ende der Diskriminierung gehen. Und dieser gesamte Themenkomplex beschäftigt uns auf der einen Seite innerhalb von Greenpeace, weil er für uns als Organisation im Inneren relevant ist. Das heißt ganz konkret, was für eine Gender Balance haben wir oder wie haben wir in unseren Personalrichtlinien, sprechen wir von Mutterschutz oder sprechen wir von Elternschutz, Elternzeit und bieten eine Zeit für Mütter und Väter oder auch für gleichgeschlechtliche Paare, die ein Kind adoptieren, an. Das ist ganz konkrete Beispiele im Inneren und im Äußeren heißt das, wenn wir Lösungen als Greenpeace erarbeiten, dann diese Themen mit aufzunehmen, um eben nicht etwas zu repetitieren, also ein Muster zu wiederholen, was vielleicht von einer sehr, ich sage jetzt mal, männerdominierten System oder Gesellschaftssystem geprägt ist. Ein konkretes Beispiel ist, mal angenommen, wir würden ein Konzept für Mobilität in Innenstädten, also für öffentlichen Nahverkehr, erarbeiten, dann weiß man, dass Männer und Frauen unterschiedliche Mobilitätsmuster haben. Und wenn wir das so ausrichten, dass es praktisch ausschließlich die Männermobilitätsmuster abdeckt, dann ist es eben etwas, was genau nicht das Thema Diversity aufgreift. Und so ist es, dass wir diesen gesamten Themenkomplex in unserer Kampagnenarbeit mit aufnehmen und auch stärker mit aufnehmen müssen, als wir das bisher getan haben. Du hast vorhin eben nochmal das Thema Führung auch angesprochen, auch intern die Führung, die ihr in diesem Kontext ja auch verändert. Erzähl doch mal, was du konkret jetzt in eurer Organisation an Innovationen voranbringst, um auch die konkrete Führung innerhalb von Greenpeace zu ändern. Hast du da ein paar Beispiele, was ihr da konkret macht? Ja, ich habe eben kurz von dem System Change oder dem Wechsel in ein neues sozioökonomisches System im Außen erzählt. Und was wir intern bei Greenpeace Schweiz gemacht haben, ist, ich würde es auch als Systemwechsel bezeichnen. Wir haben unser Organisationsmodell geändert. Und zwar sind wir von einem sehr klassischen, hierarchischen Organisationsmodell in ein Modell der Selbstorganisation gegangen.
haben uns von Funktionen wegbewegt hin zu Rollen, die klare Accountabilities und Domains haben. Wir arbeiten in interdisziplinären Kreisen, die einen klaren sogenannten Purpose, also einen Zweck haben, der wiederum dem gesamten übergeordneten Ziel von Greenpeace dient. Und alle Rollen, die in diesen Kreisen arbeiten, haben wiederum auch einen klaren Zweck mit einem Beitrag zu dem Kreis oder dann dem Gesamtziel von Greenpeace. Also das heißt, das ganze System hat ein sehr starkes Beitragsdenken. Das ist eines der Grundprinzipien. Und wir haben keine sogenannte Senior Management Team mehr, in dem praktisch Personen aufgrund ihrer Funktionen sitzen und dann auch alles, die gesamte Organisation zu steuern, sondern wir haben drei Steuerkreise, in denen Rollen sitzen, die praktisch je nach Steuerkreis dann entscheiden. Das eine sind vielleicht die strategischen und finanziellen Entscheidungen, das andere sind mehr die Rahmensetzung für die Organisation. Und das alles mit der Idee, die Organisation agiler aufzustellen, weil unsere Welt draußen viel schneller und viel agiler ist und wir darauf reagieren müssen. Und ja, so haben wir es geändert. Und es ist ja sehr spannend, weil du selber wurdest ja auch als Geschäftsführerin eingestellt. Und diese Hierarchien hast du ja auch aktiv dann mit abgeschafft. Da hätte ich zwei Fragen. Die erste, wie hat das Senior Management auf diese Abschaffung der Hierarchie reagiert? Und die zweite Frage wäre, wie ist es für dich dann auch gegangen in der Folge? Dieser Prozess, der wird ja nicht nur alle glücklich gemacht haben, sondern wie habt ihr den dann konkret umgesetzt, diese Hierarchie so revolutionär komplett zu verändern, aufzubrechen, Hierarchien abzuschaffen? Wir haben uns für die Organisationsentwicklung im Grunde ganz am Anfang entschieden, ein Prinzip zu setzen, in dem wir gesagt haben, der Rahmen ist, wir tun nur das, was unserem Ziel als Greenpeace dient. Wir machen nicht ein Modell um des Modells willen, sondern wir müssen uns so aufstellen, damit wir am wirksamsten und am effizientesten für unser Ziel arbeiten können. Das ist die oberste Maßgabe der Organisationsentwicklung. Und diese Organisationsentwicklung macht vor nichts Halt, vor keiner Hierarchie, vor keinen Gärtchen, vor keinen Wünschen. Und wir alle lassen uns genau darauf ein. Und das mag der einen Person mehr, der anderen Person weniger gelungen sein, aber wir haben uns für einen evolutiven Prozess entschieden. Das heißt, wir haben immer wieder schrittweise was verändert, was gelernt, wieder angepasst und sind dann in dieses neue Modell. Wir haben zum Beispiel nicht am Anfang gleich eine Struktur gezeichnet und haben das Senior Management Team rausgestrichen, sondern wir haben am Anfang gemerkt, wie müssen wir denn eigentlich arbeiten? Und am Ende war klar, wir brauchen kein Senior Management Team mehr. Mhm. Und wenn du ein Fazit ziehst nach der Zeit, die ihr das jetzt betreibt, wie lange macht ihr das schon? Und was ist so ein Zwischenfazit? Weil das ist ja auch ein Prozess, wo ihr wahrscheinlich immer noch euch weiterentwickelt. Aber was ist ein Zwischenfazit für dich jetzt zu dem Prozess, den ihr dort beschritten habt? Es ist ein unglaublich mutiger Schritt und für mich ein ganz wichtiger Schritt, denn ich glaube, wir spiegeln im Prinzip das innen wider, was wir uns für die Gesellschaft auch draußen wünschen. Wir stehen vor Herausforderungen, wir müssen lernen, ständig Feedback zu geben, zu kooperieren, gut zu kommunizieren, Fehler zu machen, Fehler zuzulassen, zu vertrauen, loszulassen. Das sind alles Dinge, die einfach gesagt sind, aber die, wenn man aus einem alten hierarchischen System kommt, gelernt werden müssen und dieses Lernen braucht Zeit. Und wir sehen aber ganz tolle Entwicklungen. Wir haben uns ganz konkret innerhalb der Corona-Zeit, als plötzlich Corona war, wir anders arbeiten mussten, wir unsere Pläne ändern mussten, habe ich nicht gar nichts entschieden dort in meiner Rolle, sondern die interdisziplinären Teams haben plötzlich gemerkt, oh, wir müssen unsere Pläne ändern und oh, da wird jetzt über Milliarden geredet und wir dürfen auch den Bezug zu unseren Spenderinnen und Spendern nicht verlieren. Und dann hat sich ein neuer Kreis formiert, ein neues Team, die haben einen neuen Plan aufgestellt und es hat überhaupt kein Senior Management Team oder eine Geschäftsleitung benötigt, eine Entscheidung zu treffen,
weil die Verantwortung dort wahrgenommen wurde, wo sie liegt. Mhm. Ja, und wenn es jetzt Initiativen oder auch Entscheidungen gibt oder gegeben hätte, mit denen du gar nicht einverstanden bist, das kann ja inhaltlich sein, wofür engagieren wir uns jetzt in der Schweiz mit Greenpeace, oder auch konzeptionell, wo ihr sagt, ja, die haben jetzt innerhalb von Corona etwas so entschieden, wie ich es ja nun als Geschäftsführerin vielleicht überhaupt nicht gewollt hätte. Wie bist du denn mit diesen Situationen umgegangen oder wie gehst du damit um? Weil das ist ja eine logische Konsequenz, dass du dann immer mehr Entscheidungen auch vielleicht auf dem Tisch hast, wo du sagst, ich sehe es vielleicht anders. Ich habe diese Entscheidung gar nicht mehr auf dem Tisch. Das ist der Unterschied. Okay. Aber die Meinung, worauf ich hinaus will, du hast eine Meinung dazu. Also du hast die Entscheidung nicht auf dem Tisch, aber du hast dennoch eine Meinung. Und wie du es als ehemalige Geschäftsführerin sozusagen, also du bist es immer noch, aber wie du es gemacht hättest. Und jetzt gibt es ja Punkte, wo du sagst, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Mhm. Meine Frage ist, wie gehst du dann damit um? Das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist ja das Spannungsfeld, wo du dann auch drinnen steckst. Ja, das ist praktisch die, sagen wir mal, das Lernen für eine Person oder die vielleicht vorher Geschäftsleiterin war und jetzt eben intern, heiße ich jetzt Leadlink Gesamtorganisation, sich auch auf die Rolle zu beziehen. Das heißt, klar zu differenzieren, ist es jetzt meine, finde ich das Projekt oder die Initiative oder den Inhalt oder die Form als ihres? Und aus meiner Erfahrung her nicht gut. Und dann zu gucken, ist es eigentlich etwas, was für meine Rolle relevant ist? Also in meiner Rolle wäre es im Augenblick, wenn es ein Risiko für die Organisation darstellt, wenn es vielleicht ein starker strategischer Shift wäre, dann würde ich reingehen und könnte sagen, ich habe eine Spannung, weil es betrifft meine Rolle. Ich kann meine Rolle nicht erfüllen, wenn ihr das tut. Mhm. Oder ich sage ganz klar, ich würde das anders machen. Mein Input oder meine Empfehlung aus meiner Erfahrung wäre von euch, aus meiner Sicht ihres, wäre XYZ. Das könnt ihr nehmen, könnt ihr aber auch lassen. Mhm. Und dann auch wirklich loszulassen. Das ist die Herausforderung vielleicht bei diesem Rollenwechsel, loszulassen, weil die einige Entscheidungen woanders liegen. Iris, wen hättest du denn gern mal am Tisch für eine gemeinsame Diskussion? Ich hätte gerne Bob Hunter getroffen. Bob Hunter ist einer der Greenpeace-Gründer, der 1971 für mich, im Jahr meines, in dem ich geboren bin, für mich er hat drei ökologische Gesetze geschrieben, die Endlichkeit der Ressourcen, die Notwendigkeit von Diversität und die Interdependenz, also die Abhängigkeit von Mensch und Natur. Und das ist das, was uns heute als Greenpeace noch beschäftigt und auch unsere Gesellschaft letztlich beschäftigt. Und ich glaube, er war ein ganz faszinierender Mensch, der eine große Idee gehabt hat, enorm viel Mut auch. Den hätte ich gerne getroffen und mich einfach mit ihm ausgetauscht und sicherlich viel von ihm gelernt und mitgenommen. Wo du das Thema Lernen ansprichst, wie bildest du dich weiter und wo lässt du dich inspirieren? Von Bob Hunter kann man sehr gut nachvollziehen, von dieser großen Vision. Und wie bildest du dich jetzt aktuell konkret weiter und wo lässt du dich inspirieren? Na, auf der einen Seite gehe ich viel in Gespräche mit Menschen, die mich interessieren. Also wenn ich zu einem Thema im Augenblick beschäftigt mich sehr gesellschaftliche Transformationsprozesse. Das ist nichts, was Greenpeace wirklich kann, sagen wir mal. Das ist kein klares Kampagnengeschäft, sondern irgendwas anderes. Und da gehe ich in Gespräche mit Wissenschaftlern, die zum Beispiel sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen oder mit anderen Organisationen, die dort agieren, um dort Inspirationen zu finden. Ich lese viel und höre mir immer mal wieder auch Diskussionen an. Auch das ist ja jetzt in Corona-Zeiten, gibt es unglaublich viele Foren, die man sich anhören kann. Und so eigentlich suche ich mir meine Inspiration für meine konkreten Themen. Im Augenblick ist das,
wie kommen wir aus Mustern raus? Wir sind sowohl innerhalb unserer Organisation intern, aber auch als Gesellschaft, wir sind in Mustern, wir wiederholen Narrative. Und ich glaube, wenn wir wirklich eine Veränderung erreichen wollen, müssen wir aus diesen Mustern raus. Wir müssen sie durchbrechen. Und das finde ich sehr spannend. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wo du das Durchbrechen von Mustern mal erlebt hast, entweder privat oder in der Organisation? Na, in der Organisation ist es so, wir haben jahrelang ein hierarchisches System gehabt. Das heißt, ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gewisse Entscheidungen nicht treffen müssen oder auch Unzufriedenheit. Dort gab es immer die Führung, an der man auch die Unzufriedenheit delegieren konnte. Also wenn jemand was verbockt hat, dann ist es klassischerweise die Führung. Mhm. Das ist jetzt aber nicht mehr möglich. Und plötzlich haben wir, kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fragen mich was an, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Man muss sagen, die drei Entscheidungen treffe ich nicht, die liegt jetzt bei dir. Und oder auch eine Unzufriedenheit, die dann plötzlich doch irgendwo sucht man sich ein Objekt, an das man die Unzufriedenheit richten kann. Und dann zu sagen, nee, Moment mal, das ist ein altes Muster, hier müssen wir raus, den Finger da reinzulegen und diese Situation zu nehmen, zu lernen und weiterzugehen. Mhm. Iris, wofür wünschst du dir Zeit oder wofür nimmst du dir Zeit? Ich habe im Laufe meiner Zeit, in der ich arbeite, auch in einem anspruchsvollen Job arbeite, gelernt, mir Zeit zu schenken, mir Zeit zu nehmen, damit ich genügend Energie oder Kraft auch habe, um diesen Job so zu machen, wie ich ihn mache. Und ich habe auf der einen Seite, ich meditiere. Ich mache Sport. Ich bin schon sehr, sehr lange, seit meinem 7. Lebensjahr, Schwimmerin. Und das ist was, was zu mir dazugehört. Ohne geht es nicht. Und ich gehe immer wieder in die Natur. Also diese Verbindung zur Natur. Dort schöpfe ich eben Kraft für das, was ich tue. Also das sind so meine drei Elemente, die ich mir immer wieder gönne, um wirklich Kraft zu haben für meinen Job. Und natürlich ist es so im Alltag, dass ich manchmal mehr Zeit gerne hätte für das ein oder andere. Im Augenblick würde ich mir wünschen, tief einzutauchen in Bücher oder Gespräche über Transformationen, über neue Wirtschaftssysteme, wie sieht die Donutökonomie oder die Gemeinwohlökonomie aus. Das muss ich in kleinen Schritten machen, aber das gelingt mir so. Wie bist du denn, du hast Meditation erwähnt, wie bist du denn zu Meditation gekommen? Ich habe gemerkt, dass ich ich habe sehr lange Leistungssport gemacht, habe neben dem Schwimmen dann auch irgendwann mal Triathlon gemacht, dass das auf der einen Seite mir wirklich einen guten Zeitpunkt gibt, aus dem Job auszusteigen, aber auch auf der anderen Seite gemerkt, ich brauche noch irgendwas anderes, etwas, was mir wie den Geist mehr frei macht, mich aufhören lässt zu denken. Und habe dann mich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt und bin praktisch so durch einen wunderbaren Ort in der Nähe von Würzburg, habe ich Achtsamkeit und dann auch eben Meditation gelernt. Und sag doch mal, hast du den Einstieg gefunden in das Thema Meditation? Das ist ja etwas, was viele Menschen fasziniert und aber auch viele Menschen Mühe haben, einen Einstieg zu finden. Wie hast du es für dich gelöst oder wie muss ich mir konkret vorstellen? Hast du gesagt, ich mache es morgens um eine ganz fixe Zeit oder was war für dich der Beginn mit dieser Tätigkeit oder mit diesem Erlebnis, muss man wahrscheinlich konkret besser sagen? Ja, es ist tatsächlich etwas, wo man wie einen Rhythmus finden muss, also wie bei vielen anderen Dingen auch. Wenn man eine Sprache lernt, muss man es regelmäßig machen und so ist es eben beim Meditieren auch. Bei mir ist es so, ich stehe morgens auf, ziehe mich an, gehe ins Bad und dann setze ich mich aufs Meditationskissen. Und die große Änderung oder das große Anders im Verhältnis zum Leistungssport ist, dass ich mir auch, wenn ich einfach total müde bin, dann gönne ich mir, dass ich liegen bleibe. Also da ist kein Muster hinter und manchmal mache ich 5 Minuten, manchmal mache ich 15 oder 20 Minuten. Also dieses wirklich das Muster schon zu leben und versuchen zu leben, aber
auch kein Muss dahinter zu haben. Und so kommt man eigentlich gut, weil man dann plötzlich merkt, es tut einem gut und dann passiert es automatisch. Und zum Abschluss, gibt es einen besten Rat, den du bekommen hast? Ja, ich habe relativ am Anfang meiner Greenpeace-Zeit von einem alten Greenpeacer, einem alten erfahrenen Greenpeacer, den Rat bekommen, mich in mein Gegenüber zu versetzen. Also bei Verhandlungen oder Gesprächen mit Politik oder mit Unternehmen eigentlich den Stuhl zu wechseln, um zu verstehen, in welchen Zwängen, Rahmen, in welchem Druck steht das Gegenüber. Denn ich komme oft in meiner Rolle zu Politik, zu Unternehmen mit Forderungen, die erstmal vielleicht nicht umzusetzen sind, die Geld kosten, Arbeit machen, vielleicht nervig sind für das Gegenüber und dann dort zu verstehen. Und dann habe ich im Rahmen des Themas Achtsamkeit irgendwann ein paar Jahre später noch die Ergänzung bekommen, auch das, was das Gegenüber sagt, ohne Wertung zu nehmen. Und diese Kombination hat mir, glaube ich, geholfen, in vielen intensiven und auch harten Auseinandersetzungen mit dem Gegenüber immer in einem guten Gespräch und in einem Dialog zu bleiben, weil ich es geschafft habe, einmal die Position auch zu wechseln. Und mit der Erfahrung heute, mit deiner heutigen Erfahrung, gibt es einen Rat, den du an die nächste Generation weitergeben würdest? Heute würde ich noch ergänzen, dass es wichtig ist, sich seiner Rolle bewusst zu sein. Man hat immer eine Meinung als Person. Konkretes Beispiel, das Unternehmen macht eine neue Webseite, dann denke ich vielleicht, rot ist die richtige Farbe. Aber ist das meine Meinung als Ihres oder hat meine Rolle dort eine Relevanz in der Entscheidung der Farbe dieser Webseite? Und das heißt, sich dort auch zurückzunehmen und als Person vielleicht auch nicht so wichtig zu nehmen, sondern mehr beitragsorientiert auf die Rolle bezogen zu denken, loszulassen. Nicht jeder muss zu jedem was sagen, zu jedem Thema und zu vertrauen. Iris, vielen Dank. Es ist wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen und ich freue mich auf eine Fortsetzung unserer Gespräche. Dir alles Gute, viel Erfolg für deine unterschiedlichen Initiativen und bis bald. Danke, hat auch Spaß gemacht mir. Danke für euer Interesse. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Kanal. Es hilft uns sehr, spannende Gäste zu gewinnen. Wenn euch der Podcast oder das Video gefallen hat, teilt es mit Freunden und Familie. Meine Gäste und ich freuen uns sehr über positives Feedback und Kommentare. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Alles Gute.